Hallo, ihr seht den Hobby-Channel und wir bauen uns heute diese schöne Uhr. Zum Einsatz kommt der Lasermaster 3 LE von der Firma Ortur. Die Form habe ich mir in Photoshop vorbereitet und schneiden tue ich das Ganze in Lightburn mit den Werten 400 mm pro Minute, 90% Power und das Ganze in zwei Durchgängen bei 3 mm und 10 Watt ist das sehr gut. So, da haben wir die beiden fertigen Teile, die wollen wir in zwei Farben haben, weswegen wir den unteren Teil erstmal abkleben müssen. Dazu nehme ich ganz einfach das Malerkrepp, hier habe ich so eine dicke Rolle. Dann kleben wir das auf die obere Hälfte, weil ich unten zuerst anfangen möchte mit Pinseln. Vergessen alles schön anzudrücken, damit keine Farbe unten drunter kommt. So, und unten wird es rostig und oben machen wir eine Lasur hin. Wir nehmen einen Pinsel und das ist die besagte Rostfarbe. Das ist der Aktivator für die Rostfarbe, beides von Modern Options. Und ja, das ist eine eisenhaltige Farbe, Eisenpigment. Hier, so sieht's aus. Ziemlich dickflüssig und ja, grau. Dann füllen wir uns das ab. Oh, das war ein bisschen viel. Naja, egal. Naja, ihr seht, ziemlich dickflüssig und ja, dann pinseln wir das Teil mal ein. Ich lasse ziemlich viel stehen, weil je mehr Material drauf ist, desto besser ist hinterher auch der Rosteffekt. Und können wir heute auch gut machen, weil bei dem Wetter trocknet die Farbe sehr schnell und zudem das Holz zieht auch sehr schnell die Feuchtigkeit aus der Farbe, weswegen der erste Farbaufstrich sowieso relativ schnell trocken ist. So, ich mache das Ganze mal schneller. Bei den Temperaturen heute ist das so wahnsinnig schnell trocken, also Wahnsinn. Ja, wir pinseln jetzt die untere Seite mit Lasur ein. Ich habe hier so eine wasserlösliche Lasur mit Palisanderfarbe, glaube ich, ja, so. Und ja. Zwei Anstriche bei dem Wetter auch wieder getrocknet. Ja, glänzt schön. Sieht gut aus, ja. Doch, gefällt mir. Und jetzt bringen wir unten die Lösung auf für den Rosteffekt. Dafür nehmen wir das hier. Das ist die Lösung, um diese Rostfarbe rosten zu lassen. Im Prinzip ist es eine leichte Säure. Man könnte das auch selber mit Salz und Essig herstellen, aber ja. Man braucht auch nicht so viel davon, deswegen nehme ich das hier in einem kleinen Pöttchen. Und ja, damit pinseln wir jetzt einfach diese Farbe ein. Und ja, ihr wisst ja, was jetzt kommt. Der Kern ja immer noch Holz ist und Holz auch immer noch saugt, musste ich dieses Stück hier bestimmt 8-mal noch damit einpinseln, bis der Rosteffekt eintrat, weil die Flüssigkeit vom Holz und durch die Temperaturen draußen so schnell weggezogen waren. So, während das Ganze trocknet, schauen wir uns schon mal das Uhrwerk an. Das habe ich aus dem Hobbybereich. Kann man aber auch bei Konrad bestellen oder sonst wo. Und das hier sind die Zeiger, da gibt es auch unterschiedliche Variationen. Das könnt ihr auswählen, wie ihr wollt. So, dann packen wir das mal aus und achtet auf die Kleinteile, nicht so wie ich. Ja. Ja, wie gesagt, bestellen könnt ihr sowas bei Amazon oder Konrad oder so. Und, ja. Hier, oh, ja. Das Loch ist zu klein, das muss ich erstmal größer machen. Verdammt.
So, Loch habe ich größer gemacht und ihr seht hier schon die Rostfarbe, wie sie langsam rostig wird. Super, ey. So, und das Uhrwerk passt jetzt auch. So, ich habe jetzt die Rückplatte nochmal umlackiert, mir hat dieses Dunkel nicht so gefallen. Ja, jetzt ist halt weiß und wir installieren das Uhrwerk hinten rein. Dann die Front, die noch mehr gerostet ist. Ich hoffe, ihr seht es. Und da ist die Kontermutter, die ihr nicht verlieren solltet. Ziehen wir handfest an und nachher nochmal mit einer Zange. Und ja, dann kommen die Zeiger dran. Also hier müsst ihr beim Aufmachen auch echt aufpassen. Das sind sehr dünne ja, Metallbleche. Und die sind echt doof verpackt. Ich kriege die gar nicht aus. Da war schon wieder ein Teil, was man hätte verlieren können. Ich habe es aber noch gekriegt. Teile, die, ja, wie ihr seht, sind ja auch etwas verbogen. Das heißt, vom Transport etc. kann das passieren. Und ja, erst kommt der Stundenzeiger. Und die gehen echt schwierig drauf. Da müsst ihr echt fuckeln. Da müsst ihr echt aufpassen. Erst den Eindruck gehabt, dass sie gar nicht da drauf passen, aber irgendwann passen sie drauf, dass es so stramm. Aber ja, mit etwas Kraft geht es dann. Ja, wie ihr hier auch seht, die sind auch ja, sehr leicht, können die sich verbiegen. Das heißt, ihr müsst also jetzt einmal wieder richten, was ihr da verbogen habt. Und zum Schluss noch die Blende, damit man nicht so in diese Aufnahme reinguckt. Ja, dann eine handelsübliche Batterie. Oh. Natürlich tut mir erst die andere Seite rein, nicht so wie ich das hier gerade mache, weil so geht die nämlich nicht rein. So. Und zack, ja. Mal gucken hier. Ja, ich würde sagen, fertig ist eure Uhr. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.